Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Wir machen heute eine lebenswichtige Angelegenheit und begeben uns wieder zurück nach Velen. Zum Platz des Hierarchen und laufen dann zum Haus von Triss scheinbar. Keine Ahnung, ich dachte nicht, dass sie ein Haus hat. Ich habe übrigens festgestellt, dass mein Computer ziemlich warm wird aktuell. Und ziemlich warm, meine ich fucking warm. Ich hatte eben während der Aufnahme zwischendurch 95,7 Grad GPU-Temperatur, beziehungsweise Hotspot-Temperatur der RTX 280 Ti. Keine Ahnung, was der Hotspot ist, also wahrscheinlich der heißeste Punkt. Die GPU hatte eine Temperatur von... Junge! Was soll denn das hier? Ist ja frech. Ich erzähl gerade über meine GPU-Temperatur und ihr greift hier einfach an, Arschlöcher. Ja, also, die hat irgendwie drei Temperaturen bei dem HW-Monitor. Einmal GPU, Memory und Hotspot. Ich hab keine Ahnung, warum die GPU eine Temperatur von der GPU hat. Aber ich kenne mich auch nicht so gut damit aus. Ich weiß noch, warm nicht gut. Gerade geht's noch. Ist noch 10 Grad unter dem, was es eben zwischendurch hat, aber ist schon 15 Grad über dem, was es hat, wenn ich das Spiel nicht anhab. Servus! It's me, the Hexer. Oh, was ist denn? Hallo? Was ist denn los? Sie. Hey, was zum Fick? Also Falle, oder? Der graue Blödian! Schnappt ihn! Ach, Männer von Hurensohn. Nee! Jo! Ich hab zuerst zugeschlagen, Assi. Ich hab erwartet, dass es eine Falle ist. Ganz ehrlich. Ich meine, da steht ein heulendes Kind, sagt sie, geht weg, also rennt weg, wir rennen hinterher. Ja, komm, das war offensichtlichst. Eieiei. Liegt ja seit geraumer Zeit jetzt auf der SSD. Glaube ich zumindest, dass ich da hingelegt habe. Deshalb geht es jetzt deutlich schneller. Ich weiß gar nicht, wie groß das Spiel ist. Hey, warte! Hallo? Der graue Blick! Schnappt ihn! Tu mir bitte nicht, der Hexer, schlaf! Hör endlich auf, in sein Schwert zu rennen! Wir könnten ihn nicht umbringen! Tu mir bitte nichts! Ja, tu mir bitte nichts! Jetzt geht's um! Flawless! Tu mir bitte nichts! Warum soll ich hier irgendeinem von euch was tun, hm? Wo ist das Kind eigentlich hin? Dämliches Dreckskind. Gut. Wir gehen zu Triss. Also ich hoffe, dass es Triss ist. Servus. Ja, wen willst du sprechen? Triss. Ich hab's ihr gesagt. Keine Männer, keine Haustiere. Dies ist ein anständiges Haus, in dem anständige Leute wohnen. Keine Sorge, ich bleibe nicht lang. Erinnert mich sehr an die alte Vettel aus Witcher 1. Übrigens, geil, wie schief das Haus steht. Das ist ja übel, ey. Servus. Ich beklaue euch, ne? Option nicht gegen, oder? Kandelaber. Bisschen Schnabbes. Alter, was hatten die Leute damals für ein Problem mit Männern bei Frauen, Alter? Also A, als ob es immer nur ums Bumsen geht. Und B, lass sie doch bumsen, wen sie will. Speicher nochmal. Vor allem, dass ich trotzdem die ganze Wohnung hier leer. Oh, da steht einfach drauf, hab ich nicht erwartet. Hallo. Servus, danke. Alkohol ist sehr wichtig, können wir mal wieder schön unsere Tränke machen.
Jack, Schnauze jetzt. Ich habe ein Problem. Können wir reden? Ja, ich denke schon. Ganz kurz. So. Hab mich kurz darum gekümmert, dass Gatsi raus... Boah, ist das Haus schief. Gatsi raus ist und hab nebenbei noch ein Eis gegessen, weil es echt warm ist. Und Gatsi macht weiter Geräusch. Egal. Kann ich jetzt nicht verhindern. Triss, wir reden gleich mit dir, aber erstmal räumen wir das Haus leer. Das ist wichtig. Aus... Bandalur-Buttermesser? Bitte, was für ein Gerät? Was ist denn ein Bandalur-Buttermesser? Warum haben die davon 4 Stück? Also okay, 4 Buttermesser ja schön und gut, aber warum? Warum? Okay, wir schnacken jetzt noch mit Triss. Ja, Geralt? Bist du schon lange in Novigrad? Lange genug, um zu wissen, wie man sich nicht fangen lässt und überlebt. Und ehe du herkamst, wo warst du da? Ach, hier und da. Wo immer ich ohne deine Hilfe zurechtkam. Was nicht heißen soll, dass ich nicht froh bin, dich zu sehen. Du hast die Rose der Erinnerung noch, die ich dir in Flotsam gegeben habe. Es scheint so lange her zu sein. Vermutlich, weil sich so viel geändert hat. Du behältst sie also aus nostalgischen Gründen? Zum Teil. Eigentlich eher als Warnung. Bis dann, Triss. Ja, Geralt? Wie geht es dir? Geht so. Warum fragst du? Was macht denn deine Hand? Wie geht es den Fingern? Wird schon wieder. Hör mal, es war meine Idee. Ich wusste genau, worauf ich mich einlasse. Mach dir um mich keine Sorgen. Als du Menges Kehle aufgeschlitzt hast und später... Du warst so wütend. So kannte ich dich gar nicht. Was hätte ich denn machen sollen? Eine Schmetterlingwolke beschwören? Das meine ich nicht und das weißt du. Ich mache mir Sorgen, dass es dir zusetzt. Tja nun, ich könnte Albträume kriegen davon, wenn ich nicht schon welche von Magiern auf Scheiterhaufen hätte. Worum geht es? Ich habe eine seltsame Nachricht erhalten. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Von wem ist sie denn? Ingrid Wegelbuts Diener hat sie gebracht. Offenbar ist Herrin Wegelbut bereit, eine großzügige Summe zu spenden. Sie will Magiern helfen, aus Novigrad zu entkommen. Das wird kaum ein Akt der Selbstlosigkeit sein. Da hast du recht, und genau das ist mein Problem. Sie will einen Gefallen. Leider stehen keine Einzelheiten im Brief. Ich soll den Diener auf dem Fischmarkt treffen. Er muss es mir angeblich persönlich erklären. Aber in diesen Zeiten ist schwer zu sagen, ob es eine gute Idee ist, dahin zu gehen. Wovor genau hast du Angst? Vor einer Falle. Einerseits darf ich die Chance nicht ungenutzt lassen. Wir brauchen das Geld. Andererseits... Niemand erwartet von dir, dass du dein Leben riskierst. Ich erwarte es von mir. Aber es war schon mal leichter. Als ich noch nicht wusste, was passiert, wenn man den Hexenjägern in die Hände fällt. Du hättest jederzeit entkommen können. Ich weiß, aber ich hatte trotzdem Angst. Was, wenn sie mich in echtes Dimeritium schlagen? Du wirst nicht immer in der Nähe sein. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber du scheinst entschlossen. Ich lass dich das nicht allein machen. Ich danke dir. Der Diener. Wie sollst du mit ihm Kontakt aufnehmen? Angeblich erkenne ich ihn. Er trägt eine blaue Tunika und zahlreiche Schlüssel am Gürtel. Ich soll ihn nach seinem Forellenpreis fragen. Wer hatte denn diese Idee? Der Diener oder Wegelbut? Ingrid, wette ich. Adlige Damen haben viel mehr Zeit, Abenteuergeschichten zu lesen als ihre Diener. Es wird wohl besser sein, dass ich mit dem mysteriösen Mann in Blau rede. Er erwartet aber mich. Du wartest in der Nähe. Ich überzeuge mich, dass die Nachricht nicht von den Hexenjägern kam. Dann kommst du. Gut, treffen wir uns dort. Ja, also, warum sie Angst hat, war ja eine ganz logische Sache. Das hätte man nicht fragen brauchen, aber gut, Geralt ein bisschen doof. Ne? Teleportiert sie sich? Keine Ahnung. Trifft den Diener der Wegelbutz auf dem Fischmarkt. Er trägt ein blaues Hemd und hat Schlüssel in seinem Gürtel. Was ungefähr auf jeden Diener wahrscheinlich zutrifft. Wir sollen ihn fragen, wie der fucking Forellenpreis ist. Klar, logisch. Also, mal jeden Tag so. Ne?
Genau. Gut, ich muss einmal ganz kurz raustappen und eine Malware-Bytes-Meldung wegklicken. So. Da hat sich doch ein Doppler als Jorn Borschbart ausgegeben und sein Konto bei der Vivaldi-Bank ausgeräumt. Das wissen wir. Darüber haben wir vorletzten Part, glaube ich, gelesen. Das war unser guter Freund. Ich finde echt, dass wir dusselig aussehen ohne Ärmel, muss ich dazu sagen. Also kein schönes Jäckchen, das lecker ein bisschen. Apropos, mir fällt gerade auf, ich sollte das mal wieder aufmachen. Wir haben inzwischen 95,3 Grad im Hotspot an der GPU. Ja, CPU ist aber relativ kalt mit 76 Grad. Ist glaube ich okay. Also, ist glaube ich wirklich okay. Wir traben mal zum Markt und speichern davor nochmal. So, jetzt sollen wir hier einen... Okay, er ist nicht. Schlüssel am Gürtel. Bin mal gespannt, ob wir die auch so sehen können. Also ich gucke jetzt einmal mich um. Der hat's nicht. Der hat's auch nicht. Der hier ist es. Ja. Ja? Weißt du, wo ich den besten Forellenpreis kriege? Vielleicht, aber mit jemandem wie dir habe ich nicht gerechnet, Herr. Solltest du mit dem Empfänger des Briefs reden wollen, werde ich anwesend sein. Die Vorsicht würde gebieten... Die Vorsicht gebietet jetzt nicht zu streiten, glaub mir. Ich habe wohl keine Wahl. Komm mit. Okay, wir folgen mal. Es ist nicht weit. Ja, dann zieh doch los, Junge. Speichern mal, weil auch das klingt schon wieder viel zu sehr nach Falle für mich. Also for real. Wo kommt der denn her? Warum haben die dich angegriffen? Was wollten die von dir? Weiß nicht. Ich habe sie noch nie gesehen. Vielleicht, also, neulich hat jemand versucht, unsere Boten auszufragen. Über den jungen Grafen. Warte mal, wo ist die Herrin Marigold? Du solltest doch alleine kommen, Herrin. Wäre er nicht gewesen, hätten die drei dich zum Verhör mitgenommen. Der Große war Waldo Muris. Er arbeitet für die Hexenjäger. Ja, du hast sicher recht, Herrin. Es war einfach nicht, was ich erwartet hatte. Da Herrin Wegelbut... Nun, da wir erste Höflichkeiten ausgetauscht haben, wäre es wohl an der Zeit, dass du dich vorstellst. Herrin Wegelbuts Hausdiener. Ich wollte niemanden beleidigen, Herr. Warum wollte die Herrin Wegelbut sich nicht selbst mit mir treffen? Sie hatte Angst, verfolgt zu werden. Sie ist nervlich ein Wrack in letzter Zeit. Also, worum geht es hier? Bitte deutlich. Um den Sohn der Herrin Wegelbut. Er ist das Problem. Meister Albert interessiert sich für Alchemie. Die Tempelwache hat Wind davon bekommen. Um die Wache würde ich mir keine Sorgen machen. Aber die Hexenjäger haben versucht, dich zu schnappen. Also ist Albert wohl in ernster Gefahr. Ja, die Wache wurde von Herrin Wegelbut bestochen. Aber da die Hexenjäger für jeden denunzierten Magier bezahlen... Hat die Wache von einer Familie in Angst Geld genommen und den Jägern dann trotzdem Bescheid gesagt. Woher weiß Ingrid Wegelbut, wie sie Triss erreicht? Und dass Triss überhaupt die richtige Person ist? Die Herrin Marigold soll auch Myra Weiß beim Verschwinden geholfen haben, als die Hexenjäger hinter ihr her waren. Myra hat der Herrin Ingrid bisweilen magischen Beistand geleistet bei ihrem Gebrechen. Das kann sein. Myra hat mal erwähnt, dass sie eine Adlige behandelt. Albert sollte wohl so schnell wie möglich verschwinden. Das kann ich einrichten. Meinst du, der junge Wegelbut kommt unbemerkt aus dem Haus? So einfach ist das leider nicht. Meister Albert versteckt sich auf dem Landsitz der Wegelbuts. Herrin Ingrid ist der Auffassung, dass sie ihn heimlich fortbringen kann.
Sie will einen großen Maskenball geben. Und ich soll teilnehmen und ihm bei der Flucht helfen? Genau. Ohne dich geht es nicht. Die Herrin Wegelbuth fürchtet, dass das Personal beobachtet wird. Das ist eine gute Idee. So eine protzige Feier lenkt die Jäger ab. Ja, wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was ich über die Bälle der Wegelbuts gehört habe. Angeblich wurden auf den letzten 100 verschiedene Nachspeisen serviert. Und es gab von der Abenddämmerung bis morgens Feuerwehr. Aber jetzt zu Kriegszeiten hat die Herrin angeordnet, nur 85 Nachspeisen zu servieren. Ach, diesmal gibt es keine kandierten Blätter von blauen Rosen aus Nazair. Die sind jetzt furchtbar schwer zu kriegen. Ach, ich würde das alles so gerne sehen. Ist auf dem Ball denn mit Ärger zu rechnen? Am schwierigsten wird es sein, Meister Alberts Abreise vor seiner Großmutter zu verheimlichen. Ist das denn nötig? Die Herrin Patricia ist glühende Anhängerin des ewigen Feuers. Sie weiß nichts von Alberts Interesse an Alchemie. Zum Glück ist die ältere Herrin Wegelbuth auf dem Landsitz ein seltener Gast. Wahrlich eine außergewöhnliche Familie. Es steht mir nicht an, das zu beurteilen, Herr. Hoffentlich müssen wir nicht bis zum Schluss bleiben. Heißt das, du kommst mit? Natürlich. Ich werde dich doch nicht allein in die Höhle des Löwen schicken. Überleg doch nur, 85 Nachspeisen. Während du versuchst, einen Taillenumfang von 2 Spannen zu behalten. Geralt, bitte. Wie kommen wir denn in den Landsitz hinein? Hier, die Einladung. Die Wache am Tor hilft dir dann weiter. Leg bitte eine Fuchsmaske an, ja? Viel Glück. Meinst du, wir können direkt dorthin gehen? Machst du Witze? Wir müssen uns vorbereiten, umziehen. Vor allem müssen wir Masken besorgen. In Elihals Laden bekommst du sicher alles, was wir brauchen. Kennst du den? Ich war schon mal dort. Elihal ist mit Rittersporn befreundet. Nur Masken, ja? Ein Wams werde ich ja wohl nicht tragen müssen. Natürlich ein Wams, Geralt. Und keine Diskussion. Kümmere dich darum und dann komm zu mir. Endlich neue Klamotten. Geil. Ja, kaufe eine Fuchsmaske für Triss, kaufe eine Maske für den Maribald, kaufe ein neues Gewand, Bams, Hosen und Stiefel. Und weil Triss darum bittet, tun wir das selbstverständlich. Na, du kleiner Pisser. Oh, das ist die ganze nicht angehört, sehr schade. Okay. Wir gehen mal zu Elihal, den kennen wir ja. Freddy, ich habe eine Frage. Ich würde eigentlich gerne Quests immer zu Ende spielen. Dann werden Parts aber halt übel überzogen. Wenn ich absehen kann, dass die Quest noch länger geht, würde ich es in 2 Parts oder auch in mehr aufteilen. Allerdings würde ich halt gerne so viel von der Quest in einem Part machen wie möglich. Oder besser gesagt, Quests in so wenig Parts wie möglich abschließen. Meine Fresse, ey. Warum stehen denn hier immer böse Buben rum? Die ich jedes Mal aufschlitzen muss erstmal. Wie viel Gewicht habe ich? 332. Okay, das passt noch. Gut. Wir traben jetzt auf jeden Fall mal eben zu unserem Mate. Ich habe das Gefühl, dieses Spiel laggt. Beziehungsweise die Aufnahme. Ich habe auch gerade nur 55 FPS, sehe ich. Aber... Triss? Nee, nicht Triss, okay. Nicht hier raus. Ich habe keinen Ärger. Nee, danke. Gut, wie gesagt, ne, wir gehen jetzt mal eben zu Elihal und schnacken mit ihm. Der kann uns ja bestimmt alles geben. Die Frage ist... Stell meine Geduld nicht auf die Probe. Oh, ich hätte so Bock, die auseinander zu bauen, die blöden Wichser, ey. Dreckspack. Direkt die Köpfe abschneiden sollte man denen. Meine Güte, zu Elihal. Dort lesen wir noch ein Buch. Denn ich glaube, ich lese jetzt mal am Ende von einem Patenbuch. Dann gehen die auch ein bisschen schneller rum. So, hier ist Elihal. Dort begeben wir uns beim nächsten Mal rein. Allerdings lesen wir jetzt noch ein Buch. So, meine Güte.
Buchi? Ist das ein Buch? Nein. Ach, das wird passiert. Brief von Dudu. Oh, stimmt. Ciri, wenn du diese Worte liest, hast du mein Rätsel gelöst, wozu ich dir von Herzen gratuliere. Und es bedeutet auch, dass du noch auf freiem Fuß und noch immer in Novigrad bist. Was mir große Sorge bereitet. Ich weiß nicht, was du auf der Tempelinsel getan hast, aber Menge ist außer sich vor Zorn und wird erst wieder Ruhe geben, wenn er dich geschnappt hat, bei lebendigem Leibe gehäutet und auf dem Scheiterhaufen verbrannt hat. Und da er nun seine scheinheiligen Hände an Dijkstras Schatz hat, kann er genügend Männer anheuern, um jedes Haus in der Stadt dreimal auf links zu drehen. Ich bin ein Doppler und kann mich daher verstecken, aber du musst fliehen, solange du noch kannst. Dein Dudu. PS, denk nicht mal daran, Rittersporn aus Menges Fängen befreien zu wollen. Es ist unmöglich, aber so wie ich deinen Freund kenne, wird er sich schon irgendwie daraus winden. Zumindest hoffe ich das. PPS, vergib mir, dass ich nicht schreibe, wo du mich finden kannst, aber du musst fliehen. Schon vergessen? Militäre schütze diejenigen, die sich selbst schützen. Ja, okay, das ist eine gute Information. Und mit diesem Brief belassen wir es. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.